Die Ö3 Wecker Productions präsentieren Desperate House Husbands, verzweifelte Hausmänner. Servus Rudi, alles Rutscher in Kambodscha? Nix zu kitten in den Dolomiten. Na Ferl, wie war der Valentinstag bei euch? Ja, eh recht fein, Kordl. Ich hab der Gerti einen Distelstrauch geschenkt und von ihr hab ich dafür ein Veilchen gekriegt. Das schaut aus, als würde es ein bisschen wehtun. Schaut aber nur so aus. In Wirklichkeit tut's wahnsinnig weh. Ich hab dir schon im Baumarkt gesagt, dass ein Distelstrauch nicht das Richtige ist für die Gerti. Ich weiß, aber der Kaktus war so teuer. Du hättest dir ein paar rote Rosen kaufen sollen, Ferl. So wie mir. Ja, meine Frau war auch hin und weg. Sie hat den ganzen Abend nur mehr die Blumen am Tisch gesehen und überhaupt nicht mehr meine Socken am Boden. Völlige Fokusverschiebung. Genial! Ja, und wie Meirike am Abend heimgekommen ist und die Blumen gesehen hat, war sie auch total verzaubert. Und es ist nur ein wundervoller Abend geworden. Habt ihr euch romantisch aneinander kuschelt? Nein, ich hab Sport schauen dürfen. Ja, aber was soll ich jetzt mit der Gerti machen? Naja, entschuldig dich bei ihr. Genau, bring ihr ein Geschenk. Na gut, ich hoffe, sie hat mir mein zweites Auge dann nicht auch noch blau. Magst du ein neues Beutel? Ja, gern. Wenn du meinst, dass sie Frauen über sowas gefreien? Nein, das Geschenk. Für dein Auge. Ferl, du hast echt keine Ahnung, was Frauen sich so wünschen. Was soll ich also zur Versöhnung schenken? Da. Bring ihr Flaschen Bier mit. Verzweifelte Hausmänner. Die Kultserie der Ö3 Wecker Productions.